Gut, dann wollen wir mal. Übrigens sieht diese Kapsel ein bisschen aus wie ein Toilettenhäuschen. Plock. Passt. Du plockst sie da einfach rauf, ohne sie festzuschrauben. Keine Worte dafür. Passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Sieht aus, als hätte das Teil Augen. So. Dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ja, und das ist das erste Mini-Rätsel, was wir hier im Spiel haben. Man kann die in diesem Teil auch immer überspringen, wenn man wirklich nicht weiterkommt. Ich würde es allerdings nicht empfehlen, weil gerade dieses Tüfteln an diesen kleinen Aufgaben macht Adventures aus. Ich gebe zu, ich habe beim ersten Mal spielen auch in den späteren Teilen, in den späteren Kapiteln Stellen übersprungen, weil es einfach schon so spät war und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Aber im Endeffekt war ich doch traurig, nicht selber drauf gekommen zu sein. Also, wenn ihr wirklich was für Adventures überhaupt, die Mini-Rätsel, wenn möglich, nicht überspringen. Ich werde garantiert auch noch irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo ich eins überspringen muss. Sei es jetzt hier oder bei den Fortsetzungen, weil es einfach manchmal nicht anders geht. Aber wenn man alleine spielt, dann ist es schöner, ohne das zu überspringen. So. Ah, das geht nicht. Das hier ist wenigstens, das geht eigentlich noch von der vom Schwierigkeitsgrad her. So. Upsala. Okay. Nee. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich nach oben. Ich sag ja. Moment, ich muss mal kurz überlegen, wie das war. Nee, das... So. Nein? Ich muss gerade wirklich überlegen. Ja. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Ja, wir sehen ja, Toni, unsere Ex-Freundin, die steht immer noch total auf uns. Ganz sicher wird sie
Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Ja, warum bist du denn hier, wenn du mich hast? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Das ist aber gemein. Aber naja, weißt du, du kannst sie anstrengen, so viel du willst. Ich werde nicht bei dir bleiben, also. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten, ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Okay. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Naja. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Stimmt. Aber wie auch immer, ich gehe nun fort. Für immer. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Ja, wir sehen so schon. Die beiden sind in einer innigen Liebesbeziehung und würden alles füreinander tun. Nicht? Jetzt wird's spannend. Und er sitzt da und wackelt mit den Beinen, der kleine Wenzel. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen, Babuchusen... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Mein Freund, bei dir war eh immer schon eine Schraube locker. Auf eine oder zwei mehr kommt das auch nicht drauf an. Erstmal Zigarette. Ja, da wären wir nun auf dem Organon-Kreuzer. Ich würde mal sagen, der junge Mann muss sich erstmal aus dieser Lage befreien, bevor ihm das Blut in den Kopf steigt. Ja. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Natürlich, Rufus, natürlich. Gucken wir uns doch mal die Luke an. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Stimmt. Uah, mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Gut, dann guck dir eben die Zahnräder an. Ein gut geöltes Getriebe. Und die nächste Luke? Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Oh nein, was tun wir jetzt? Egal, Rufus ist erfinderisch. Wir können bestimmt mit Socken was anfangen und mit Proviant. Nur die Zahnbürste. Die Zahnbürste ist tatsächlich unnütz. Wer hätte es gedacht? Die Zahnräder sehen hungrig aus. Tada! Ein Roboter-Seitenschneiderarm. Ab durch die Luke. Und da ist unsere Protagonistin Goal. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann?
Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie's doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Sie hat bestimmt nur auf dich gewartet, Junge. Mit deinen tollen Stiefeln und deiner Weste, die aussieht wie von der Müllabfuhr. Was ja irgendwie passend ist, weil er auf einem Müllplaneten lebt. Aber cool ist, wie sich hier der Hintergrund verändert. Es sind so Kleinigkeiten, die hier wirklich sehr schön gemacht sind. Gut. Ich würde mal sagen, wir versuchen den Organon auszuschalten. Hopsala. Tja. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Nein! Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg!